Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ceratus 1. Heute möchte ich euch das Schlafzimmer mit Schminktischchen vorstellen, passend zu dem neuen romantischen Puppenhaus von Playmobil. Hier seht ihr schon, sieht wirklich super aus, mit einem großen Bett für zwei Personen und was ganz toll ist, mit Beleuchtung. Hier sind so kleine Schalter, dann kann man die Lampen hier am Bett einschalten. Dann ist noch so ein großer Schrank dabei, eine Frau und hier das Schminktischchen mit Accessoires und hier ein Stuhl und noch ein Teppich. Insgesamt sind 24 Teile dabei und die zeige ich euch jetzt. Cool, das Bett ist ja schon fast fertig, mit Matratzen, die Tischchen sind direkt am Bett dran und hier unten ist das Batteriefach. Da kann ich jetzt gleich die Batterien reinmachen. Insgesamt werden drei Batterien benötigt, 3x A. So, machen wir gleich einen Test. Wow, sieht wirklich super aus. Okay, hier haben wir das Gestell für den Schrank. Hier ist die Anleitung. Hier die Bettdecke, hier der Teppich, jetzt packe ich noch den Beutel aus, hier sind die restlichen Sachen drin und die Figur. Hier ist noch das Geländer oder das Rückenteil vom Bett. Es wird hier einfach aufgesteckt. So. Dann haben wir hier noch den Stuhl. Und den Schrank. Da kommt die Rückwand hier rein. Muss man gucken, die Zapfen kommen unten rein. Und dann wird das so reingedrückt. Genau. Und hier die Türen. Die bekommen einen Spiegel. Da gibt es dann hier diese Folie. Die mache ich jetzt mal drauf. Jetzt habe ich die Folie angebracht. Die Türen werden dann hier unten und oben in den Schrank eingesteckt. Und dann wird die Folie, die Schutzfolie von der Spiegelfolie noch entfernt. So.
Und dann kommen noch die Griffe hin. Einmal und dann noch an der anderen Tür. So. Und unten kommt noch eine Schublade hin. Die kriegt auch einen Griff. So sieht der Schrank fertig aus. Und so von innen. Dann haben wir hier noch das Schminktischchen. Da wird hier oben der Spiegel aufgesetzt. Der ist dann drehbar. Und hier muss man auch noch die Folie entfernen. So. Und dann haben wir hier noch die Figur. So sieht sie aus. Und dafür gibt es dann hier einen Rock. Den kann man hier anziehen. So. Sieht richtig toll aus. Hier, das kann sie sich gleich bürsten. Dann gibt es noch hier so Fläschchen, ein Buch, eine Uhr, ein Wecker. Das Schlafzimmer richte ich in dem Zimmer neben dem Bad ein. Hier haben wir genügend Platz. Als erstes den Schrank, den stelle ich hier hinten an die Wand hin. Passt optimal hin. Dann haben wir das Doppelbett. Stelle ich hier vor das Fenster hin. Mit Wecker. Das Schminktischchen kommt hier hinten in die Ecke rein. Und hier noch der Teppich. Der kommt in die Mitte. So, und fertig ist das Schlafzimmer. Ich zeige es euch nochmal aus der Nähe. So sieht es jetzt fertig eingerichtet aus. Hier nochmal das Bett mit Beleuchtung. Da hinten der Schrank. Und das Schminktischchen in der Ecke. Das Schlafzimmer hat 16 Euro gekostet. Ihr bekommt es bei Amazon, eBay oder anderen Anbietern oder im normalen Ladengeschäft wie bei Toys R Us oder Müller. Und schaut die nächsten Tage nochmal rein. Ich stelle noch die restlichen drei Zimmer vor. Das Wohnzimmer, Babyzimmer und die Einbauküche. Dann ist das Puppenhaus endlich komplett. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter. Hinterlasst Kommentare, was euch gefallen hat, was nicht. Und bis zum nächsten Video. Euer Serratus 1.